So soll das sein. Es muss bibbeln ohne Ende. Dann lübt das auch hier schön. Ein Brocken nach dem anderen rausziehen. Auf Akkord. Die kleinen und die mittleren und die großen Rotaugen hier rausballern. Ja, bis hin zu den Trophies. Zack, und direkt hier der nächste. Also, raus hier mit den Rotaugen. Ich stehe jetzt hier gerade seit 3 Minuten. Und ja, es fängt schon gut an. Die ersten schön großen Rotaugen gehen rein. Die erste Trophy ist auch schon drin. Und ja, wenn man hier mal wieder schön Gas geben will, einfach nur ein bisschen auf Frequenz Fische rausziehen, kann man das hier ganz gut machen. Lohnt sich. Also, eine Stelle, die man immer wieder nutzen kann. Übrigens nicht nur fürs Rotaugenangeln, auch fürs Angeln auf Kaulbarsch zum Beispiel. Ich verlinke da einfach nochmal ein Video zu. Es gibt aber auch noch verschiedene andere Videos hier zum Angeln am Belaya auf Grund. Einfach entspannt auf Grund mit feinem kleinen Setup hier. Man kann hier einfach mit dem normalen Feederset Start sich hinstellen. Reicht absolut aus. Und dann Attacke Vollgas zieht man hier schön ein nach dem anderen raus. So, mal eben gucken. So langsam muss ich aber auch mal sehen, dass die ein bisschen größer werden. Die Durchschnittsgröße sollte ja auch schon ganz gut sein. Ja, Futtermische habe ich natürlich draußen. Ganz normale Rotaugen-Futtermische lasse ich auch, glaube ich, einfach drauf. Rotaugen sind auch ziemlich verfressen. Wenn es dann irgendwann nicht mehr geht, wenn der Spot dann irgendwann durch ist oder überfüttert ist, naja, dann geht man halt zum nächsten Spot. Am Belaya gibt es ja einiges, was man eben auch hier noch schnell eben testen kann. Dann geht man hier vorne zu den Kajaks zum Beispiel, da kann man auch mal auswerfen oder noch mal weiter hinten, hinter dem letzten Busch da hinten, da kann man sich auch noch mal hinstellen. Wie gesagt, auch dazu gibt es schon verschiedene Videos hier auf dem Kanal. Einfach mal reingucken, Belaya, Grundangeln, da geht halt einiges auch. So, 300 noch was Gramm, das ist schon mal ganz gut. Noch ein riesen Vorteil hier vom Kleinfischangeln an der Belaya ist, dass wir ganz viele Kaffeeaufträge mit Rotauge hier absolvieren können. Das heißt, es sind immer wieder Kaffeeaufträge drin fürs Rotauge und das macht das Ganze eben interessant. Das heißt, ja, da einfach natürlich dann gezielt die Rotaugen Kaffeeaufträge machen, danach vielleicht die Kaffeeaufträge für den Kaulbarsch auch noch eben mitmachen und dann lübt das schon. Vom Setup her bin ich momentan relativ entspannt aufgestellt, einfach hier nur mit 6,9 Kilo Monoschnur. Man kann das allerdings auch völlig simpel und ganz anders nochmal aufbauen. Das heißt, man nimmt einfach sein Feeder-Setup, hat hier im Idealfall beim Feeder-Setup eine ganz normale Monoschnur drauf, macht dann ja den Futterkorb natürlich dran mit Rotaugen-Futtermische. Die sollten wir jetzt nicht vernachlässigen. Dann nehmen wir ein Vorfach fürs Rotauge, sagen wir mal hier sowas 3,2 Kilo. Ja, 10er Haken ist doch schon ganz gut und in dem Fall jetzt gerade hier die Eintagsfliege und dann wieder raus damit. Zack, auf 10, hoppala, jetzt habe ich natürlich ein bisschen weiter. Ich bin hier auf 10 Meter geklippt. 10 Meter Clip, ganz entspannt, also Schnur gewechselt, Clip wieder rein. So, ist jetzt nicht ganz so weit, perfekt. Und natürlich dran denken, Bremse runter, wenn man jetzt hier mit einer dünneren Schnur unterwegs ist. Raufdrehen können wir sie immer noch. So, hier habe ich noch Futtermische drin, das ist gut. Direkt nochmal eben nachwerfen und gleich auch nochmal Rotaugen-Futtermische nachbauen. Ist ja eine der simpelsten Futtermischen. Also wenn man das nicht herstellen kann, dann sollte man sich wirklich mal ans Futtermische herstellen. Ja, begeben und mal ein bisschen Gas geben, ein bisschen skillen. Da unten, hier kommen die Basics, also ganz normale Rotaugen-Futtermische, Biskuit, Zuckmückenlarve rein, Karamell und Attacke. Dann lübt das schon. Ja, auch kohlemäßig, wie gesagt, gar nicht so verkehrt. Hier die großen, die Trophies machen natürlich dann auch richtig Spaß. Bis zu 14 Silber ungefähr dafür. Das ist natürlich nicht so verkehrt. Ja, und jetzt ist wie gesagt die Frage, wie kriegen wir nochmal ein bisschen mehr größeren. Ich habe jetzt angefangen erstmal mit einem 10er Haken. 12er Haken ist halt sonst auch nochmal eine Möglichkeit. Teste ich meistens 10er, 12er rum. Bis hin dann aber auch mal bis zu einem 6er Haken oder sogar noch größer.
Das muss man einmal ausprobieren, erstmal zum Testen für die Frequenz, wie das überhaupt an dem Tag gerade läuft. Ist das wettermäßig gerade gut und läuft der Spot überhaupt? Also um das erstmal so von den Basics zu testen, da erstmal mit kleinen Haken. Und wenn man dann merkt, ja, Frequenz ist da, der Spot, der läuft, dann kann man auch Stück für Stück ein bisschen größer reingehen. Wobei ja, wie gesagt, auch das Ding hier auf den kleinen Zehnerhaken schon reingegangen ist. Ne? Selbst da gehen dann durchaus mal die Trophys rein. Ja, auch uhrzeitmäßig muss man natürlich gucken. Im Idealfall läuft es natürlich hier konstant durch. Und da geht es auch schon direkt wieder los. So soll das. Ich glaube, kleiner Zuppler hier auf der Mitte war auch schon. Links auch. Ja, grundsätzlich, wenn man hier Futtermische reinwirft ohne Futterkorb, kann man natürlich auch machen. Das heißt, man wirft immer wieder nach und nutzt dann einfach einen besseren Tarnungseffekt sozusagen. Man nimmt einfach ein steinfarbenes Blei. So, komm ran hier. Und das nächste Ding. Weil wir haben hier komplett steinigen Untergrund. Von daher kann man dann natürlich auch einfach ein steinfarbenes Blei verwenden. Das geht auch. Und natürlich auch andere Köder testen. Auch das ist natürlich ein Ding. Einfach hier mit random anderen Köder. Ich nehme hier mal Borkenkäferlarve vielleicht nochmal mit rein. Köcherfliegenlarve vielleicht auch noch gleich mal mit rein. Auch das natürlich super essentiell. Viele, viele Köder testen, ausprobieren. Nicht immer nur eine Vorlage hier nehmen und sich dann wundern, dass irgendwann nichts mehr geht. So, ich glaube, ich bin aber auch bald mit den... Ja, ich nehme mal hier noch den Köcher. Und wieder raus damit. Ja, ich muss Futtermische nachbasteln. Genau. Ja, so und so ähnlich geht's dann weiter. Also rausprobieren, testen, testen, testen. Und nach dem Testen, Testen, Testen bimmelt's auch direkt los, ne? Also, perfekt. Köcherfliegenlarve, Borkenkäferlarve gerade noch nicht. Ist da schon was dran? Ja, hat sich schon gehakt. Sehr gut. Oh, ich muss mal gucken. Ich bin noch gar nicht... Ich habe noch gar nicht umgebaut. Ist es denn wahr? Ich bin immer noch auf meiner Inline-Montage eingestellt. Und ich habe die gar nicht geskillt. Ich muss ja auf Schlaufe umbauen. Zum Glück macht das gerade so keinen Unterschied vom Umbau. Ich habe ja Skillpunkte in der Schlaufe drin. Siehste, macht der Gewohnheit. Das Setup war ja hier immer alles nur fürs leichte, für die leichte Inline-Montage gedacht. Ich muss ja auf Schlaufe umbauen. Ich habe ja jetzt die Skillpunkte drin. Ja, siehst du, so geht das, ey. So geht das. Und dann wundert man sich. So. Geskillt heißt höhere Chance auf maßige Fische oder Trophäen. Und ich war schon ein wenig verwundert. So. Wie das denn hier so aussieht. Normalerweise fängt man doch hier mehrmaßige Fische auch. Genau. Grundangeln. Genau, ich hatte ja jetzt fast 2 Jahre oder über 2 Jahre die Inline-Montage geskillt, einfach mal, um das zu testen. Davor aber auch schon immer die Schlaufenmontage. Und jetzt sind sie auch wieder drin hier, die Punkte in der Schlaufenmontage. Und hier haben wir es, je höher die Fangtechnik, desto größer die Chance, Trophies zu fangen. Genau, also das wollen wir natürlich hier haben. Das wollen wir natürlich. Das habe ich gerade erstmal schön einen verscheucht. Alles richtig gemacht. Ja, aber jetzt muss das doch hier langsam wieder anlaufen. Ich war schon fast verwundert hier mit den Kleinen. Aber das wäre ja fast eine Möglichkeit, wenn man hier Köderfische sucht, dass man dann eine ungeskillte Montage nimmt, kleinere Haken und dass dann da mehr Unmaßige reingehen fürs Köderfischangeln. Ja, und so soll das dann ja auch gehen. Perfekt. Also, Attacke, Vollgas, nur lüptert hier auch. Nächstes Rotauge. Guck mal, auch auf der Borkenkäferlarve. Sehr schön. Auch eine große, schön große Größe mit 900 Gramm. Das ist doch schon top. Und auch vom Köder her gar nicht so teuer. Auch da muss man natürlich jetzt testen, wenn man sagt, nee, mir ist halt alles hier zu teuer. Vielleicht einfach mal Teige ausprobieren. Gucken wir mal, was haben wir denn? Man könnte auch Weizenkorn vielleicht nehmen, Brei, Hafer, Grieß. Ich glaube, ich nehme mal Perlgraupe, testen wir die mal. Und wieder raus damit, jawohl. So,
und da zuppelt's weiter. Mistwurm wäre natürlich auch eine Möglichkeit, aber da muss man ein bisschen aufpassen. Ist natürlich auch nicht ganz so günstig. Und da geht natürlich auch dann vieles anderes rein. Aber jetzt so langsam läuft es doch hier. Sehr schön. Und auch auf dem Perlgraupenbrei. Na, was haben wir da? Auch das Rotauge. Na, das ist doch richtig günstig. Wenn das hier auf Perlgraupe läuft, haben wir doch jetzt hier schon wieder einen schön passenden, super günstigen Köder. Kann man gut herstellen, auch noch ein paar Skillpunkte machen. Und dann lübt das. Reicht das jetzt schon? Ich glaube, ich ziehe jetzt nochmal ein, zwei raus. Und dann gucken wir mal, ob ich schon einen Kaffeeauftrag absolvieren kann. Einer ist, glaube ich, drin, ein Kaffeeauftrag, dass wir den schon mal haben. So, nehmen wir das Ding hier nochmal eben mit. Jawohl, mit 300 Gramm, perfekt. Also, zack, wieder raus damit. Hat es da noch gezuppelt hier? Ne, gerade nicht. Also, nutzen wir die kleine Pause und direkt los hier. Und da bimmelt es schon wieder ab. Einfach top. Ja, solche Spots braucht man einfach für zwischendurch. Wenn man mal ein bisschen Bock hat auf Frequenz, einfach einen nach dem anderen rausziehen. Kleine Kaffeeaufträge so für den Spaß machen. Guck mal, eine Laube ist mir sogar auch gerade reingegangen auf Perlgraupe. Das ist doch nicht schlecht. So, dann haben wir das hier nochmal kurz nach Gewicht sortiert. Also, dann nehmen wir jetzt hier 7 Stück raus. Haben jetzt damit 28 Silber gemacht. Und die haben wir jetzt auch noch 15 Minuten. Nochmal 16 Silber dazu, sind wir also bei gut 30 Silber. Ist jetzt nicht der Oberburner, aber Kratsching, ein bisschen Kohle ist es. Es ist entspannt vor allem. Es macht vor allem auch Bock und man kann ein paar Trophys abhaken, wenn man noch keine Trophy hatte. Also hier an so einer Stelle zum Beispiel geht das immer ganz gut. Na guck, da bimmelt schon wieder los. Und vor allem kann man dann eben auch nachts dann umstellen hier auf den Kaulbarsch. Das heißt, nachts dann einfach den Köder wechseln auf dem Mistwurm. Und dann mal gucken, ob jetzt hier nicht an der gleichen Stelle noch die Kaulbarsche rausziehen. Ob die hier nicht noch gehen. Und dann zieht man die schön raus. Auch da hat man eine richtig hohe Chance auf Trophies. So, lassen wir das jetzt hier noch bimmeln oder nehmen wir die noch mit? Also, raus damit hier. Zack, der andere hatte keinen Bock mehr. Doch, da ist er auch noch. So. Na, also die kleinen Dingers. Oh, ich muss Mische nachfüllen. Also, Petri Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Bis dahin.